Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute auf die Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel King of Avalon. Viel Spaß! Okay, Lieferung einsammeln. Schöne Lieferung gekriegt. XP. Dann schauen wir mal, was wir hier heute machen können. Erstmal unsere Truppen abholen. Das ist das Wichtigste überhaupt, ne? Damit wir auch gleich kämpfen können, wenn irgendwie ein Kampf ansteht. Dann schon mal ausbilden, die neue Truppen. Ausbilden, verbessern. Es dauert eine Stunde, bis sie verbessert sind. Kein Problem. Die Zeit gönne ich euch. Da kann ich nichts verbessern, also ausbilden. 3 Stunden. Dann habe ich hier noch etwas. Ausbilden. Hier habe ich noch etwas. Oh, verbessern. Und was ist das hier? Ne, brauchen wir nicht. Sanktum nicht. Was steht in unserem Geschenk? Okay. Mal den Marsch. Schneller mal. Was soll ich denn bauen? Kein Vorschlag. Dann will ich mal hier drauf gehen. Ich gehe mal auf Verbessern und dann sagt er, was ich alles verbessern muss. Die Stadtmauer. Die Stadtmauer ist kaputt. Ich wurde angegriffen. Ja, muss ich sie erstmal reparieren. Verbessern. Lazarett. Sind da Leute drin, die krank sind? Ah, gut. Verbessern das ganze Holz. Ich glaube, ich brauche ein bisschen viel Holz. Schaffe ich das denn? Wie viel brauche ich denn noch verbessern? 500.000, habe ich das? Ne, habe ich nicht. Ah. Okay, dann mache ich erstmal was anderes. Was ist denn das hier? Okay. Dann will ich das hier aufwerten. Dann produziere ich ja mehr Holz. Ganz einfach. Der ist da jetzt am Malochen. Schön. Schauen wir mal. Hier unten bei Allianz. Das sind 20 Punkte, Forschungspunkte. Die 3 kann ich und den. Die sind noch nicht fertig. Elfen der Hände. Ja, 5 Mal. Ich probiere natürlich 20 Mal zu spenden. Okay, haben wir geschafft. Super. Jetzt Gegenstände. Da ist was Neues dazu gekommen. 10 Kisten aufmachen. VIP-Punkte, die kann ich auch gleich benutzen. Tja. Okay, das war's. Nachrichten.
Okay. Kein Problem. Dann mal ein paar Sachen hier verwalten. Ausfall löschen. Schon eingesammelt. Löschen. Mitmachen. Einsammeln. Löschen. Mitmachen. Löschen. Abgelaufen. Abgelaufen. Gut, nur zwei Nachrichten. Gut, was kriegen wir hier? Hier gibt es anscheinend keine Geschenke für mich. Okay, das war's. Dann jetzt hier. Auch nichts. Da kann ich nicht rein. Da ist noch tägliche Quest. Oh, schon drei Truhen fertig. Eins. Zwei. Drei. Gut. XP für Lord. Wie kann ich das so benutzen? VIP benutze ich auch schon mal. Super. So, jetzt sind wir einen Tag VIP. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Ich denke nicht, weil da habe ich ja sozusagen nichts weiter gemacht. Geist zurückrufen. Verlassen. Obwohl ich da baue, kann ich noch Holz einsammeln. Das ist doch mal nice. Bei vielen anderen Spielen geht das nicht. Sprich, wenn du was aufwertest, kannst du da nicht mehr was abfarmen. Guten Appetit. Willst du noch was? Komm, ich schmeiße noch was. Und fang. Lecker. Zeit zum Essen. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Das waren 7 Kühe, die du gekriegt hast. Ich glaube, das geht noch nicht, ne?
Aber kann ich ihn wieder einsetzen? Hab ich nicht. Probleme? Habe ich da nicht noch was vergessen? Probleme. Das hätte. Wow, 100 Euro, Leute. Es gibt ja Leute, die dafür Geld ausgeben und sowas auch kaufen. Ich habe dafür leider kein Geld. Abfahren. Wow. Mal 2 oder mal 10 Steine. Ich habe 0. Wie komme ich an die Steine ran? Kann ich kaufen? Man kann wirklich alles kaufen, ja? Also eigentlich sind dann die Leute Nachteil, die dafür kein Geld ausgeben. Also ist das Spiel eigentlich eher so für Leute, die richtige Fan von den Spielen sind. Würde ich jetzt mal so sagen. Für Gelegenheitsspieler hast du dann auch keine Chance. Meine kleine Armee, die werden wir jetzt mal losschicken. Ich brauche Holz. Ich werde auf jeden Fall erstmal ein Monster besiegen. Welches Monster? Das Level 1 Monster. Plus 13 Sekunden Angriff. Und mein Nachbar ist Level 16, der ist Level 6. Also ich habe gewonnen. Das ist doch schon mal gut. Okay. Kann ich den besiegen? Monster 11 muss ich erst besiegen. Aber egal, wir haben jetzt einmal gekämpft. Jetzt ist zu unserer Aufgabe Holz. Holz. Ich brauche Holz. Jede Menge Holz. Besetzen. Und den dann auch gleich. Gut. Also wenn ich eigentlich ein bisschen stärker werden möchte, müsste ich mehr Monster angreifen. Vielleicht schaffe ich das ja beim nächsten Mal. Hier wollte ich jetzt noch eine Sache machen, und zwar eine Beschwörung. Gratis. Okay. EP ist auch gut. Ich kann 4 Helden aufleveln.
Vielleicht noch irgendwie was machen hier? Nein. Schöne Helden. Oh, den Held will ich haben. Lord der Rentier. Der rote Ritter. Der wäre auch was für mich. Mulan? Ja. Mulan. Da gibt es schon schöne Helden hier. Also, ich sag mal, die sind wahrscheinlich so gut, weil die sich nicht bewegen und die haben blaue Schrift. Löschen. Zack. Schön. Hier waren wir schon. Und die, das sind ja meine, die ich habe. Den habe ich. Sie habe ich. Ihn habe ich. Thor. Sir Thor. Sir Balam. Und so weiter und so fort. Ich habe sehr viele Sirs. Drei Frauen. Ja. Gut, das war das, was ich noch machen wollte. Die sind hier alle am Ausbilden. Schön. Nochmal ein Geschenk einsammeln. Und dann will ich auch sagen, das war es schon wieder für heute. Eine schnelle, kurze Runde. Ich probiere nächstes Mal, wenn das Spiel kommt, ein paar Forschungen habe ich auch noch gar nicht gemacht, ne? Also das nächste Mal, wenn das Spiel kommt, werde ich Monster. Monster, Monster, Monster zerstören. Jetzt war mal schnell in der Forschung rein. Entwickeln. Level 13. Ich glaube, hier kam ich auch erstmal gar nicht weiter. Bei Wirtschaft aber. Ja. Ich gehe erstmal total auf Holz. Ich habe gerade gesehen, ob das mir, wie viel waren das? 500.000 Holz fehlte. Gut, dann war es das fürs erste Spiel beenden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nichts mehr dabei seid. Bis dann, euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.